Grüß euch, liebe Facebook, YouTube und Instagram-Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Dienstag, den 4. Mai 2021. Und heute komme ich mit Pfanna, der Eistee mit einem neuen Geschmack, den ich so noch nicht kenne. Und zwar der Pfanna-Eistee Bildkirche. Auf der Rückseite ist es ein bisschen besser zu lesen, weil man das vorne wegen dem Stopfen nicht so gut kann. So, das ist eine 2-Liter-Packung, kostet 1,79 Euro bei Kaufland und ist bei Kaufland scheinbar auch noch nicht allzu lange im Sortiment. Zumindest diese Sorte habe ich dort noch nicht gesehen. So, es sind 2 Liter drin. Wie es schmeckt, keine Ahnung. Ich habe es noch nie getrunken. Das ist mein erstes Mal mit Wildkirche. Haltbar bis zum 2.4.2022. Die sind ja echt lange haltbar, das muss man schon sagen. Und mal ganz neu, nicht in der Flasche, sondern im Tetrapack. Wie auch die Forbro und Capital Brattees. So, wir wollen mal schütteln. Das soll man ja immer machen bei den Dingern. Warum auch immer. Vielleicht ist das Fruchtfleisch unten. So, die Herstellung von Pfanner. Ja, hier ist also drinne Früchte-Tee-Getränk mit Wildkirchgeschmack. Direkt aufgebrüht aus Hagebutte und Hibiskusblüte. Okay, Zucker ist hier drinne, Sauerkirschsaft. Auf jeden Fall kein Süßstoff, das ist immer gut. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. Säurungsmittel sind hier auch noch drin, Sauerkirschsaft. Und so weiter und so weiter. Gut, dann wollen wir mal gucken. Hergestellt in Österreich. Kommt also auch aus Österreich, das Zeug. So, geschüttelt haben wir. Wir öffnen die Flasche. Und müssen dann gleich noch einmal von vorne öffnen. Hier ist nämlich noch eine Öffnung drin. Wow, man riecht die Kirche schon. Wow, das riecht wirklich gut. Nach sehr schönen Kirchgeruch. Oh, da kriegt man gleich Lust auf mehr. Wollen wir mal testen, ne? Ob es denn auch so gut schmeckt, wie es riecht. Ein sauberes Glas und los geht's. So. Wir stellen den mal ein Stück zur Seite. Wahnsinn, der riecht richtig gut. Ja. Naja. Also so gut wie er riecht, so schmeckt er zumindest nicht. Also eins ist klar, die Kirche schmeckt man auf jeden Fall, aber es könnte etwas süßer sein, finde ich. Etwas. Also die Kirche, die schmeckt man auf jeden Fall, das kann ich euch versichern. Es könnte allerdings etwas gesüßer sein. Nicht viel, etwas. Vielleicht so, weiß ich nicht, 2 Löffel mehr und schon wäre das perfekt. Ansonsten empfehlenswert. Und wieder mal eine Sorte, die man empfehlen kann. Könnte süßer sein, aber ansonsten, die Kirche ist auf jeden Fall hervorragend. Also die schmeckt süß. So, und es piepst auch schon wieder. Ich habe wieder vergessen, dein WLAN auszuschalten. Das ist wieder irgendwas angekommen. Na, ist ja nicht schlimm. Also, empfehlenswert gibt's bei Kaufland. Ich vermute auch noch in vielen anderen Geschäften. Und ich komme dann bald wieder mit dem nächsten Pfanner-Eistee oder irgendeine andere Sorte, wenn ich sie finde. So, ich wünsche euch was. Bis bald. Lasst es euch schmecken.